herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Ich sollte den Strohanleger hier noch auf. So. Neumann! Reinhard! Ja? Was soll der? Wo stehst du denn jetzt schon wieder rum? Hier. Warum rufst du mich an, wenn ich hinter dir stehe? Weil ich sie nicht von der Arbeit abhalten will. Ja, tun sie aber. Es nervt eher. Was ist los? Ich wollte sie nur fragen, ob der hinter zu ihnen auch so komisch ist. Nein. Der ist zuvorkommend wie immer. Klingeling! Mein Telefon klingelt. Ja, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, jetzt, Herr Hofer. Ja. Ach, Frühstücken ist wichtig. Erste Mahlzeit am Tag. So, um was geht's denn? Erstmal würde ich fragen, was da unten los ist bei. Wo da unten? Bei dir unten. Wieso? Ja, weil da fast die ganze Stadt versammelt ist. Also, wir arbeiten hier mein Feld ab. So. Ja, wir sind fleißig am Arbeiten. Ich fahre hier Stroh ab, der... Ich bin Förster. Doch, ich bin auch noch Förster, aber ich habe auch noch jetzt zwei Felder in Besitz. Hast du Interesse an Farmsetzlingen? Wenn du mir die lieferst, dann würde ich die dir abkaufen, ja. Ja, viel. Was sind das für Setzlinge? Fichten. Fichten. Was hast du denn dafür gezahlt? Und wie viele sind das? 20 Paletten. 20 Paletten? Ja. Das heißt 400 Setzlinge. 2x2, oder? Ja, müssten 400 Setzlinge. Ja, okay, wir müssen auch ein bisschen an die Aufforstung denken. Ja. Oh Gott. Aber wieso hast du denn so viele gekauft? Ja. Hast du eine Null zu viel eingegeben, oder was? Ja, sagen wir mal einen Preis an. Komm. Was denkst du, was sind die wert? Bezahlt habe ich, glaube ich, für einen Tausender. Ein Tausender. Aber noch die Mehrwertsteuer. Okay. Und es sind noch 20, die du hast. Hallo? Ja. 20 Paletten hast du noch. Ja. Okay. Na, ich sag mal, 10 würde ich dir abkaufen. Wenn sie mir runterbringst, würde ich dir für 10.000 10 Paletten abkaufen. Ja, dann bringe ich diese zu oder einem Hof. Ja, genau. Stellst sie links hinter das Haus. Das wäre am besten. Okay. Okay, 10.000 überweise ich dir gleich, gell? Brauchst du, Rest an einer Baum? So ein Baumsetzer? Ja. Was kostet der? Der kostet, Ade kostet. Mehrwertsteuer. Wie viel? Ohne Mehrwertsteuer 26.000. 26.000. Nee, den kann ich mir im Moment leider nicht leisten. Ja, den würde ich dann kaufen. Ja. Musst du mit dem Hans-Peter sprechen, aber da irgendwie... Ich wollte ja selber anpflanzen, aber das ging nicht. Warum nicht?
da auch nicht da irgendwie auf. Okay. Deshalb habe ich mir gedacht, weil du bist der Förster, du kannst dann. Ja. Okay. Ich will dann 10 Paletten. 10 Paletten, genau. Warte, die 10.000 überweise ich dir sofort. Wo bist du denn hier? Liefern, das könnte vielleicht. Wie bitte? Sofort wird das halt nicht geliefert. 10.000 habe ich dir überwiesen, der Rest habe ich leider nicht verstanden, irgendwie. Ja, Scheiß Telefonverbindung. Ich werde es dir dann liefern demnächst, aber nicht sofort. Nein, das ist alles kein Problem. Okay. Ja, gut. Meine Verbindung, die leider noch habe ich noch nicht das neue Telefon bekommen. Ja, ich glaube, das liegt aber am Schwarzinger Empfang. Der Bürgermeister wollte ja eigentlich was subventionieren, beziehungsweise Neubau, neue Empfangsstationen, aber ich glaube, der hat im Moment nur sein eigenes Geld als Interesse. Naja, schauen wir mal. Okay, gut. Dann bis die Tage, gell? Jo, ciao. Ciao. Herr Neumann! Herr Neumann! Ja! Hallo! Hallo! So, also. Wie viel Liter Stroh haben Sie denn insgesamt? Wer singt denn hier? Irgendeiner singt bei der Arbeit, naja. 106.000. Und 100. 106.000? Ja. Das kann nicht sein. Warum nicht? Kommen Sie mit? 150. Achso, die Literanzahl. Natürlich. Achso, ich dachte, das Geld, was ich überweisen muss. Nein, die Literanzahl. 100. 106.000 mal 106.000. Warte, ich rechne mal. Leon, soll ich dir helfen? Willst du machen oder machst du? Nein, nein, ich mach das. Okay. Ich check mal durch. Oh. Irgendwie gegen das Licht sieht man hier nicht so viel. So, jetzt. Sie bekommen für das Stroh erstmal 15.900. Exakt, so habe ich auch gerechnet. Das werde ich Ihnen jetzt erstmal überweisen. Dann ist das schon mal weg. Herr Neumann, Herr Neumann, so. Sie einen Kaffee? Da? Genau. Und dann hätten wir ja noch für den Weizen. Für den Weizen, warte, was? Weißt du noch, was die Anzahl war? 23.600 Liter. Warte, was bekommen Sie denn zurzeit dafür? Warte, also wie viel Liter? 123? Nein, 23.600. Ah. So. 23. So. Denn einmal gucken. Sie bekommen zurzeit 1.200 pro. Ne, 1.250. Mhm. Und ja. Sind glatt gerechnet 28.800. Ich rechne gerade mal gegen. Wie viel haben Sie aus? 28. Also ich habe 28.750 raus. Aber da Sie... Nee, 600, dann bekommen Sie...
28.900 für die 600 Liter nochmal. Oder ich rechne nochmal nach. Ja. Ja, machen Sie mal. Ich komme nicht auf 29.500. Warte. Also. Ich habe 23,6. Warte, dann recht. 23,6 mal 1250. Das sind ja 29.500. Okay. Ja, das passt. So. Und dann nochmal das. Genau. So, ich kann Ihnen das erst in Raten abzahlen. Mein Konto sagt gerade 29,5 ist nicht drin, aber ich kann Ihnen schon mal 25.000 bezahlen. Okay, dann fehlen ja 4.500. Ja, genau. Okay, können wir dann einen Deal machen? Was würde ich Ihnen denn noch zurückbezahlen? Was brauchen Sie denn im Moment am dringendsten? Mist. Ja, Mist kann ich Ihnen leider nicht liefern. Aber an Feldfrüchten oder so. Zurzeit. Kommen Sie mal mit. Ja. Ja, das sieht aber ziemlich leer aus. Ja, genau. Praktisch alle Früchte. Okay. Sie schulden mir ja im Moment 4.500. Ja, genau. Da würde ich folgenden Deal mit Ihnen eingehen. Die erlasse ich Ihnen. Dafür pflanzen Sie die zwei Felder wieder an. Die zwei Felder wieder anpflanzen. Also 67 und... 69. Jo, das machen wir. Hauen Sie drauf, was Sie wollen. Ja? Ja. Behandeln Sie das wie ihr's und wie gesagt, wir kriegen ja dann wieder was vom Ertrag, aber dann passt's ja. Jo. Okay. Gut. Dann erstmal bis später, gell? Bis später. Tschüss. Tschüss. So, jetzt mal gerade noch. Ja, zum Herrn Reinhardt. Herr Reinhardt? Ja? So, Sie wollen ja natürlich mit Sicherheit wieder auch irgendwelche Steuern haben. Für die Bäume. Für welche Bäume? Ach nee, für die Dinger. Ja, die muss mir der Herr Neumann überweisen. Für welche Dinger? Für Ihren Weizen da. Ach nee, das müssen Sie mir überweisen. Das. Genau. Ja, genau, ich 20%. Nein. Doch. Nein. Wo ist dann mein Gewinn? Hä? Nee, hä? Nochmal. Na, die Steuern sind ja 20% allgemein. Mit 10% Umsatzsteuer und 10% ist mein Gewinn. Nee, das wurde ja geändert. Das wurde geändert. Hallo, Herr Hofer. Getreideprodukte und so Produkte, also der verringerte Steuersatz ist 20% jetzt. Und der normale ist 30%. Wo ist denn das bitte eine Verringerung, wenn Sie im Gegensatz zu vorher 20% verlangen wie früher 10%? Das ist keine Verringerung, es ist eine erneute Veränderung. Okay. Also es sind 20% jetzt. Da gehe ich aber nicht mit, gell? Dann begeben Sie ja Steuerhinterziehung. Ich begehe Steuerhinterziehung. Ja, wenn Sie die Steuer nicht zahlen. Okay.
Wir reden mal kurz unter vier Augen darüber. Hm? Ja, gerne. Sie haben vorhin den Hans-Peter oder gestern Abend den Hans-Peter erpresst. Ich habe den nicht erpresst. Sie haben gesagt, entweder er bezahlt die 180% oder er bleibt länger im Gefängnis. Das habe ich ja Spaß gesagt. Ich würde ihn niemals erpressen. Na, das kam aber anders rüber und das könnte man auch falsch verstehen, wenn ich das rumerzähle. Ja. So, Sie kriegen jetzt von mir... Moment, ich rechne gerade nochmal aus. Taschenrechner läuft. 15.900 habe ich am Stroh verdient, plus 29.500 am Weizen sind 45.400. Ja. 10% davon sind 4.540. Ich mach die Steuern nicht. Ja, ich überweise Ihnen 5.000. Ich muss die Steuern nur weitergeben. Mhm. Das ist dem deutschen Staat. Ich überweise Ihnen 5.000. Mhm. Mhm. Sie sind falsch. Was ist falsch? Sie sind im falschen Dings. Ja, stimmt, haben Sie recht. Sollte klappen. Ja. So, ich habe Ihnen 5.000 überwiesen. Ich denke, Sie wollen ja auch keine schlechte Presse haben. Ja. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Den Bürgermeister werden wir jetzt noch ein bisschen unter Druck setzen. Haut rein, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.